Mac Mac und der Igor, ihren Cadillac, lösen die Fall perfekt. Spuren liegen dort, wo der Frankie gefunden hat. Was ist genau passiert? Sein Hirn konzentriert. Mac Mac und der Igor, ihren Cadillac, lösen den Fall perfekt. Der Ellie Mac Mac und der Igor sind an der diesjährigen Bowlingmeisterschaft in Altendorf. Es ist der Sport, wo erwachsene Männer nur mit grossen Bällen spielen. Aber hört doch selber. Oh, Ellie Mac Mac, wo sind wir da jetzt wieder? Wo sind wir jetzt da echt wieder, Igor? In Altendorf, da, der Bowlingmeisterschaft. Du siehst es ja. Hast du das Plakat gesehen vorne aussen hängen? Hei, hei, hei. Weißt du, genau, am Samstag lese ich nicht Plakat. Da habe ich frei. Igor, jetzt schau doch einmal da, wie die da bowlen. Das ist nämlich so ein schöner Sport. Und weißt du, viele haben ja das Gefühl, das kommt von den Vereinigten Staaten. Ja gut, es kommt ja auch irgendwie ein bisschen. Aber Der Ursprung, der ist schon im antiken Ägypten, ist das schon gewesen. Was sagt dir, Igor? Ja. Da geht jetzt das da mal los. Ja, es geht jetzt gerade los. Da, schau jetzt halt der Anlauf und der... Ach, genau jetzt läutet das blöde Telefon, Igor! Die Leute schauen schon am besten in den Shop. Ja, ist gut. Es ist der Kari Helptrott, unser Chef läutet da, Igor. Natürlich, aber ein Samstag. Ist jetzt still, Igor. Ja, Sali Kari, da ist der Ellie Mac Mac. Was gibt's? Ja, was gibt's? Was hast du eigentlich das Gefühl, wenn ich dir anrufe, dass es Kuchen gibt oder was? Es gibt auch wieder einen Fall für euch zum Lösen. Der Hiltius Bar hat seine Frau verloren. Also, respektiv vermisst. Und er ist ein guter Kollege von mir. Also, wollte ich das erst schnurstracks fixfax wie zwei Gölte im Blitz über einen Suppenteller kommen, wie eurem geschissenen Cadillac auf die Bar fahren und den Fall mehr lösen? Ist das klar? Ja, ist gut, verstanden, Kari. Also, der Herr Hilti aus Bar vermisst seine Frau. Ist das richtig? Bist du eigentlich nicht ganz dicht im Kopf? Brauchen schriftlich ja, Bar, ja, Herr Hilti, ja, vermisst die Frau. Und jetzt mögen wir... Ja, ist ja gut, Kari. Hei. Ich sage dir, Igor, er wird einfach immer lauter. Das ist einfach nicht mehr so gesund mit ihm. Ja, ich weiss auch nicht, wie seine Stimmbänder das aushalten. Ja, also, bis jetzt still, Igor. Lass mir zu. Wir müssen auf die Bar. Der Herr Hilti vermisst seine Frau. Mikko, ab zum Cadillac. Die von einem tollwütigen Bienen gestochen, machen sich also unsere zwei Lieblingspolizisten im Cadillac auf den Weg nach Bar. Nach mehreren Fastumfällen läuten sie schon beim Herr Hilti an der Tür. So, jetzt wären wir schon da, Igor. Ja, mal schauen, ob der Herr Hilti daheim ist. Ja. Ja, grüezi miteinander, zwei Polizisten um die Zeit. Mein Name ist Herr Hilti, wer sind denn ihr zwei? Ja, wunderbar, ja, da sind wir dann von da richtig. Ich bin der Igor und das ist mein Compadre, der Ellie Mac Mac. Wir sind von der Polizei, sie vermissen ihre Frau, ist das richtig? Ja, das ist richtig, Herr Igor, aber treten Sie doch einfach ein. Ja, das ist ganz lieb von Ihnen, danke. Danke vielmals, Herr Hilti. Das ist aber eine sehr schöne Wohnung, die Sie hier haben, Herr Hilti. Ja, da haben Sie ausgestellte Fabergé-Eier, sammelt die Sie? Ja, das haben Sie richtig erkannt, Herr Igor. Aber kommen wir bitte zum Thema. Meine arme Frau, die Marionette Hilti, sie wird vermisst. Ja, wegen dem sind wir ja da. Können wir Platz nehmen? Das ist selbstverständlich. Nehmen Sie einfach Platz auf diesen Stuhl. Danke vielmals, danke. Danke vielmals, Herr Hilti. Also jetzt müssen Sie uns schon rasch erzählen von Anfang an. Was ist denn genau vorgefallen? Also bis jetzt wissen wir nur, dass Sie Ihre Frau vermissen. Ja, was macht sie denn beruflich zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage. Sie ist eben Höhlenforscherin. Und sie ist irgendetwas auf der Spur. Das weiss ich einfach. Ah, interessant. Ja, wie lange ist denn die Dame schon vermisst? Sie wird seit 2 Tagen vermisst bereits.
Ja, und das ist ungewöhnlich für Ihre Frau. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise meldet sie sich jedes einzige Mal. Ja, beruhigt sie sich. Ja. Also, wo ist sie denn normalerweise, wenn sie arbeiten? Sie ist normalerweise... Das ist jetzt auch noch eine verrückte Frage. Sie ist nämlich jetzt momentan... Wie heisst die Höhle da in Bar? Meinen Sie echt die Höllgrotte in Bar? Ja, genau die meine ich. Dort war sie am Arbeiten gewesen. Ja, meinen Sie, sie ist echt noch dort? Es ist echt etwas passiert? Ja, jetzt beruhigen Sie sich wieder einmal. Wir gehen der Spur mal nachher, Hilti. Danke vielmal. So machen sich also der Eli McMack und der Igor auf den Weg zur Höllgrotte. Während der Fahrt dort diskutieren sie den Fall. Oh, was ist jetzt da passiert mit dem Motor? Der Motor tönt jetzt auch noch wie 10'000 gequälte Katzen, Eli. Haha, das hast du richtig erkannt, Igor. Ich habe da unseren Cadillac ein bisschen aufgepimpt. Ja, ist das nach Regulation? 12 Zylinder, pure Zylinder. Ich kenne mich nicht so aus, aber schnell und laut ist es. Ja, das ist jetzt Detail. Was haben wir jetzt bis jetzt herausgefunden von dieser Frau? Wie heisst sie? Frau Hilti, in der Höllgrotte sollte sie sein. Das ist eine gute Frage. Ich sage dir, Igor, das ist schon ein bisschen komisch, da, der Herr Hilti, da, wo wir jetzt gerade geredet haben mit ihm. Also, ja, weil ich würde, also eine Frau, die mit so einem zusammen ist, ich weiss ja nicht, die ist doch sicher ab auf und davon ist doch die! Naja, ich glaube, die Höhlenforscherin will da neue Höhlen erkunden. Vielleicht hat sie da eine Affäre, weisst du? Ja, wahrscheinlich hat sie wirklich eine Affäre. Da ist doch sicher nichts dahinter, Igor. Aber jetzt gehen wir mal zu dieser Höhlgrotte und schauen wir mal weiter. Ja, da hast du recht. Nur wenige Minuten nach dem Gespräch im Cadillac kommen unsere zwei Polizisten vor der Höhlgrotte an. Sie steigen aus und nehmen dem Alt Umgebung in Augenschein. Oh, schau mal die grosse Höhle an. Sie sieht schon schön aus, aber ein bisschen gruselig ist sie. Ja, nun, los, gehen wir rein. Ah, Igor, ich weiss es ja auch nicht so recht, aber jedes Mal gehen wir in so gruselige Höhlen rein und dann ist es immer so dunkel und gespenstisch und ich weiss auch nicht, ich habe langsam die Schnauze voll von diesen gruseligen Aktionen jedes Mal. Jetzt bist du mal still, Igor, wenn ich... Du nicht so angsthasenmässig. Angsthasenmässig? Das hat doch nichts mit dem zu tun. Das, jedes Mal passiert etwas, wenn wir so Sachen machen. Ich tue jetzt... Ich habe eine Idee. Ich rufe dem Sonderkommando an. Sie sollen da für uns die Höhle durchsuchen. Ja, aber du hast doch kein Befugnis für das. Da hat der Igor allerdings recht. Was der Eli McMack aber nicht davon abhaltet, das Nattel zu führen und die Sondereinheit sofort vor die Höhlgrotte zu verschellen. Schon kurze Zeit später steht also die Sondereinheit dort und der Eli McMack gibt seine Befehle aus. Also gut, Herren. Sondereinheitskommando Lurchige Fuchs macht sich jetzt bereit, um da die Höllgrotte von Bar zu durchforsten. Ich will, dass ihr jeden Winkel genauestens untersucht und nachher mit dem Ergebnis zu mir kommt. Ab Arsch und los! Sagen dir, Igor, der Eli McMack, der kann eben schon noch führen. Ja, und wenn er denn die Kompetenz hätte und überhaupt Bewilligung vom Chef, du, das gibt nur ein Problem mit dem Karriere McMack. Ah, was? Die Kompetenz? Wenn ich eins gelernt habe im Militär, Igor, dann das, dass es für eine gute Führung braucht es weder Kompetenz noch Erfahrung. Einzig und allein Gehorsamkeit und Disziplin sind wichtig. Ich weiss nicht, ob das der Karri gleich sieht wie du. Nach den Anweisungen vom Eli McMack durchsucht also die Sondereinheit, Lurchige Fuchs, die Höllgrotte, von oben bis unten. Jeder Winkel wird ausgeleuchtet und alle Schächte werden genauestens durchsucht. Nach 2 Stunden kommt die ganze Einheit raus und präsentiert am Eli McMack, was sie gefunden hat. Von der Frau Hilti fehlt immer noch jede Spur. Dafür hat die Sondereinheit eine viereckige, goldige, glänzige Platte gefunden, wo ein interessantes Muster darauf einzeichnen ist. Herr McMack, schauen Sie mal, was wir gefunden haben. Ja, danke vielmals, Jimmy. Ja, das ist aber jetzt auch noch... Das ist also eine richtige Platte. Das ist ja goldig. Ist das echt Gold, Igor? Schau mal. Ja, ich weiss nicht, ich traue jetzt nicht, die reinzubeissen, zum schauen. Aber schon noch interessant, hä? Ja, und schau mal die Musterung. Das ist aber auch ein ganz eigenartiges Muster. Schau mal das Muster genau an, Igor. Sagt dir das etwas? Du, ich weiss nicht, aber... Weißt du was?
Du, Eli McMack, ich glaube, ich weiss auch... Was klingt jetzt da so? Was denn? Was ist... Oh. Oh, Eli McMack, das ist der Curry. Ah, ja, das sehe ich auch. Komm schnell, komm ja, mit. Was? Du, dann nehmen wir auch mit. Aber, schnell zum Cadillac. Schnell. Wieso müssen wir jetzt wieder... Wenn du deinen Job behalten, steigst du jetzt ein und fahrst sofort los. Was? Los, jetzt fahr los. Sag jetzt einmal zuerst, was los ist. Ich beantworte gar nichts, tritt aufs Gas. Los, ja, weg, gut, also gut. Ei. Was ist jetzt los, Igor? Sag mal, wieso hauen wir von unserem eigenen Chef davon? Ja, weil du das Sonderkommando denkst, einfach ohne seine Bewilligung da hin zitiert hast, er wird uns den Fall entziehen. Ja, aber es ist ja gar kein Fall. Wir haben ja goldige Platten gefunden. Ja, eben, die goldige Platte, die kommt mir bekannt vor. Die kommt mir keinem bekannt vor, Eli McMack. Ja, und? Ja, was ja und? Meine Grossmutter hat mir dazu mal, wo ich noch ein kleiner Pfupf war, die Geschichte erzählt. Ja, und? In dieser Geschichte ist die Platte vorgekommen, Eli McMack. Ja, was ist denn das für eine Platte und was für eine Geschichte ist? Um was geht's eigentlich, Igor? Um das Muster. Das Muster ist in dieser Geschichte vorgekommen, Eli McMack. Jetzt red mal Klartext, Igor. Um was geht's? Es geht ums verschollene, geglaubte Bernsteinzimmer. Haben der Eli McMack und der Igor also wirklich ein Stück vom berühmt-berüchtigten Bernsteinzimmer gefunden? Und wo bleibt eigentlich Frau Hilti, die immer noch verschollen ist? Und zu allem anderen sucht sie noch den Curry Heldtrott, ihren Chef, weil der Eli McMack die glorreiche Idee gehabt hat, Sonderkommando ohne seine Bewilligung einzusetzen. Aber eins nach dem anderen. Der Igor beschließt, den Frankie von der Spurensicherung aufzusuchen, um dieser Platte noch mehr Informationen zu entlocken. So finden sich unsere zwei Polizisten, also im Präsidium, vor dem Labor von Frankie. Ui, 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 ihr beiden, da habt ihr mir ja ein schönes Stückchen Gold geholt. Es ist wirklich echt. Siehst du, Igor, ich hab's dir doch gesagt, noch im Auto, es ist echtes Gold. Ja, ja. Ja, wirklich, 24 Karat und über 100 Jahre alt. Faszinierend. Igor, du hast gesagt, es könnte etwas mit dem Bernsteinzimmer zu tun haben. Ja, das war nur eine Vermutung. Was hast du denn herausgefunden, Frankie? Ja, nach längeren Recherchen im Internet hat sich wirklich herausgestellt, dass das Muster sehr ähnlich ist wie auf den ältesten Fotos, die man vom Bernsteinzimmer kennt. Aber jetzt noch eine Frage. Wo habt ihr das Prachtstück denn gefunden? Hi, Frankie. Was würden wir ohne dein Wissen über das Internet machen? Das ist wirklich etwas vom Bernsteinzimmer. Das ist ja verrückt, ich sage es dir, Igor. Aber gefunden haben wir das Prachtstück, wie du so schön genannt hast, in der Höllgrotte in Bar, Frankie. Aha, Eli McMack. Ja, sind sie denn in dieser dunklen, feuchten Höhle nicht auch am Bruno Maseltoff über den Weg gelaufen? Probiert ja dort die neuesten Höhlenforschungstechniken im Moment aus. Ich glaube, seit 2 Tagen oder so hat er sich dort eingerichtet. Aha, ja, nein, dem sind wir nicht über den Weg gelaufen, aber das ist ein guter Input von dir, Frankie. Danke vielmals. Ich glaube, Eli McMack, dem läuten wir gerade mal an. Ja, warte mal, Rasta. Ich habe da einen Zeitungsartikel. Warte, ich komme zu dir. Da ist seine Telefonnummer drauf. Läuten wir ihm doch gerade mal an. Ja, danke noch einmal, Frankie. Wir sind dann gegangen, hä? Ja, tüdeli du, ihr zwei Hübschen. Und lasst euch nicht vom Curry verwitschen. Ich weiss dir schon, was los ist. Ja, ist gut. Danke, Frankie. Schöne. Nach einem kurzen Telefon mit dem Höhlenforscher Bruno Maseltoff haben sich unsere zwei Helden mit ihm im Braui-Restaurant verabredet. Hey, Eli McMack, wieso hab ich mir jetzt die rote Rose müssen als Schocke stecken? Igor, wir sind dann inkognito unterwegs, darum hab ich auch so eine lässige dunkle Sonnenbrille angelegt. Der Bruno Maseltoff muss da irgendwo am Tisch sitzen und er hat eine blaue Tulpe dabei. Halt Ausschau nach einer blauen Tulpe. Ja, man sieht da aus, als wäre Fasnacht. Also bis still da hinten ist er im Ecke. Lauf ganz unauffällig hin. Er erkennt uns ja an unseren Rosen und deiner Brille. Muss ja nicht unauffällig sein. So. Absitzen, Igor. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
die beiden Polizisten nehmen kann. Igor und Mac, ist das richtig? Das ist richtig, Herr Masseltoff, sind Sie's? Korrekt, Sie erkennen mich ja an meiner Tulpe. Genau. Ja, es tut mir leid, dass ich das so inszenieren da. Aber das ist halt wichtig, weil wir werden gerade, es ist ein bisschen kompliziert, wir werden von unserem eigenen Chef verfolgt momentan. Wie auch immer, Herr Mac, jetzt zum dem Punkt, wo wir am Telefon besprochen haben. Was wollen Sie von meiner Forschung in der Höhle wissen? Ja, Sie arbeiten ja seit 2 Tagen in der Höllgrotte im Bar. Korrekt. Und komischerweise wird seit 2 Tagen auch eine Höhlenforscherin aus Bar vermisst, nämlich die Frau Marianette Hilti. Ah, ja, von ihr habe ich auch schon ein Paper gelesen, aber sind Sie sicher, dass Sie auch in der Höllgrotte arbeitet? Ich habe dort niemanden gesehen die letzten 2 Tage. Ja, also der Messi ist einmal dort tätig gewesen und sie hat sich vermutlich auch das letzte Mal dort aufgehalten. Höchst merkwürdig. Nein, ich habe nie mehr gesehen durch meine Aufenthaltstour in der Höhle. Tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Das ist aber sehr seltsam. Ja, wirklich sehr seltsam. Herr Masseltoff, mit was befassen Sie sich denn in dieser Höhle? Was ist Ihre Forschungstätigkeit? Ja, ich tue neues Equipment testen für das Bundesamt für Höhlenforschung. Wir haben da den Spektrograph-Seismometer, den wir neu testen wollen. Ein sehr feines Stückchen Arbeit, wo sich da die ETH eigentlich wieder an die Weltspitze hören geschafft hat in der seismografischen Community. Also ich bin eigentlich nur da kurz am Testen gewesen, ja, 2 Tage lang. Ich habe jetzt aufgestellt und die nächsten 3 Tage werden wir Daten sammeln. Hei, Herr Masseltoff, das klingt aber höchst spannend. Ist es auch. Ja, das ist wirklich, also da muss das, so ein Gerät würde ich ja gerne mal in die Augen schienen, also ein Zeitsmoment. Also Ihre dreckigen Bullenpfoten kommen da nicht an so höchst präzise Geräte hin. Das müssen ausgebildete Hände sein, die das bedienen. Also bitte sehr, Herr Masseltoff, man kann ja trotzdem anständig bleiben, egal was Sie vom Beruf vom Polizist halten. Ich glaube, ich merke, das bringt uns da nicht weiter. Ja, das sehe ich auch so, Igor. Los, komm, stehen wir auf, gehen wir. Auf Wiedersehen. Leider hat also der Herr Masseltoff unseren beiden Helden, Igor und Ellie Mac, nicht können weiterhelfen. Die beiden wissen nicht, wie es weitergeht im Moment und besprechen den Fall in ihrem Cadillac. Ich sage dir, Igor, ich weiss nicht mehr weiter. Die Polizei sucht uns so selber. Wir sind Polizisten, werden gesucht von unseren eigenen Leuten. Der Chef, der wird uns die Kündigung schon mehrfach eingeschickt haben. Nein, Frau Hilti wird immer noch vermisst. Was ist das Bernsteinzimmer? 80 Gold, wir stehen wie Diebe da. Ach, komm, ich weiss nicht weiter. Nichts hilft uns weiter. Nein. Also, wir haben ja jetzt wieder Sachen herausgefunden. Wir wissen ja, wie wir den Fall abschliessen können oder etwa nicht. He? Ja, wie denn? Igor. Ja, ist dir nicht aufgefallen? Der Herr Masseltoff arbeitet erst seit 2 Tagen in der Höllgrotte. Und ja. Wie lange ist Frau Hilti vermisst? Seit 2 Tagen! Ja, das kann doch kein Zufall sein. Du hast recht, Igor. Und sowieso, Sonderkommando Lurchiger Fuchs hat die Höhle untersucht. Und nicht mehr mit unseren trainierten Spezialistenaugen. Da hast du auch wieder recht, Igor. Igor, was würde ich bloß ohne dich machen? Du wärst ein Penner. Unsere 2 Helden brauchen sich nicht einmal mehr anzuschauen. Sie wissen genau, was los ist. Der Ellie Mac startet den neuen 12-zylindrigen Motor vom Cadillac und die beiden flitzen so schnell wie sie können zum Eingang der Höllgrotte. Zum Glück hat sich Sonderkommando Lurchiger Fuchs schon von dort verzogen. Ich sage dir, Igor, zum Glück hat sich Sonderkommando Lurchiger Fuchs schon von da verzogen. Ja, sag nichts, unten vom Curry ist auch nichts gesehen. Schnell, komm, gehen wir mal in die Höhle rein. Ja, traust du jetzt? Ja, komm, das wird schon schief gehen. Warte, ich habe meine Luminex 3000 Taschenlampe da. Ich schlage vor, Igor, wir suchen mal die Gerätschaften von dem Herr Masseltoff. Ja, das ist richtig. Das ist so dunkel da innen. Kannst du mir doch den Weg leuchten da? Ja, meine Luminex 3000 weist dir den Weg, Ellie. Keine Angst. Das ist doch... Ich gehe mal dahinter, Rast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da... Moment mal. Ah!
Da ist ja ein Gespenst! Eli! Gespenst mit mega langen Beinen! Nein, Eli, das ist nur ein Stativ! Ganz ruhig! Mich, Igor! Was ist das? Ganz ruhig, ein Stativ! Denn das sind Gerätschaften! Ja, von Herrn Maseltoff! Ja! Hey, das sieht auch noch aus. Ist das eine richtige Kamera? Was kann der mit der Kamera alles machen? Ja, sehr wahrscheinlich Bilder aufnehmen. Ja, das ist vermutlich recht, Igor. Also, ich fasse nochmal zusammen. Seit 2 Tagen wird Frau Hilti vermisst. Und seit 2 Tagen ist der Herr Maseltoff da innen mit seinen Gerätschaften. Das ist ein seltsamer Zufall. Das muss irgendwie einen Zusammenhang haben. Bis jetzt still, Igor. Ich bin noch nicht fertig mit der Zusammenfassung. Zu allem anderen hat unser Sonderkommando, der lurchige Fuchs, noch so eine goldige Platte gefunden, die wahrscheinlich vom Bernsteinzimmer könnte stammen. Hast du das gehört? Nein, was denn? Hast du das nicht gehört? Nein. Dann gib mir mal deine Taschenlampe. Das ist keine Taschenlampe, das ist die Lumine. Ja, gib mir sie jetzt. Warte jetzt mal. Da hinten ist doch etwas. Ich habe doch etwas gehört. Nein, ich sehe nichts. Vermutlich nur eine Nachteule gsi oder so etwas. Was haben wir da in diesen Höhlen sich umtreibt? Du mit deinen Nerven. Jetzt haben schon wieder etwas gehört auf der anderen Seite. Ja, nein, also. Hey. Ach, genau, wo ich einleuchte. Das ist nichts. Da bewegt sich doch etwas. Ja, da ist doch nichts. Komm, warte jetzt mal. Komm mal näher rein. Bleib stehen. Hände hoch. Ja, das ist nichts. Also ich sehe gar nichts, Element Mac. Ja, das ist wirklich nichts. Tut mir leid. Also, komm, suchen wir weiter. Ja, komm, wir gehen doch wieder raus. Da innen ist, glaub, nichts zu finden. Was? Jetzt müssen wir doch mal die Höhle ein bisschen neuer anschauen. Du hast doch selber gesagt, wir haben doch so super Augen und sehen da immer ein bisschen andere Sachen, ein bisschen ja, besser genau, als die genau, aber ich glaube, ich muss dir etwas erzählen. Und zwar draussen. Draussen? Ja, also gut. Das ist doch immer das Gleiche mit dir, Igor. Nach diesem Schreckmoment und der erfolglosen Untersuchung vom Tatort gehen unsere 2 Helden also aus den Höllgrotten raus. Der Igor hat einen Geistesblitz und erklärt am Eli McMack den Schlachtplan. Ja, Eli McMack, ich habe trotzdem etwas gehört, aber nichts sagen. Ja, aber jetzt komme ich gerade gar nicht mehr raus, Igor, was ist los? Ja, die Verbindung, die wir gesucht haben, die vermisste Höhlenforscherin, Frau Hilti. Ja? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Also, ich habe sie nicht gefunden. Ja, weißt du, die Instrumente, die du siehst, von Herrn Maseltoff? Ja? Genau an dem Ort haben wir auch die Geräusche gehört. Das ist richtig, Igor, aber ich komme nicht raus. Wir haben aber nichts gesehen. Ja, du hast recht, wir haben nichts gesehen. Und das Bernsteinzimmer, dem sagt man doch immer, das verschollene Bernsteinzimmer. Ja? Könnte nicht sein, dass sich Frau Hilti im Bernsteinzimmer versteckt haltet in dem Moment. Ja. Yeah. Potz, Holzkohlen und Zipfelkappenmütze. Da könntest du wirklich noch recht haben, Igor. Ja, und weißt, wie der Herr Maseltoff die 2 Tage dort untersucht hat, hat Frau Hilti nicht können aus ihrem Versteck kommen. Darum hat sie nicht können heimgehen. Und darum ist sie als vermisst gemeldet worden. Ja, aber... Das macht Sinn! Natürlich! Also gut, Igor, jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich renne ganz schnell zum Cadillac zurück, hole dort unser Nachtsichtgerät raus, lege das an, du nimmst mich auf die Schultern, so sehe ich natürlich mehr, oder, weil ich weiter oben bin. Ja. Währenddem ich beim Cadillac bin und das Nachtsichtgerät hole, sorgst du dir einen langen Stecker. Wir wissen nie, was auf uns zukommt dort drin. Bist du bereit? Eli, das tönt nach einem höchst vernünftigen Plan von dir. So treffen unsere 2 Helden also die Vorbereitungen für die neu getaufte Operation Lederstrumpf. Schon wenige Minuten danach sitzt also der Eli McMack auf den Schultern vom Igor mit dem Nachtsichtgerät montiert. Der Igor hat einen langen, spitzigen Stecker in der Hand. So laufen sie höchst konzentriert und sehr vorsichtig langsam in die Höhle hinein. Sag dir, Igor, das ist ein super Plan. Ja, du musst mich lotsen, ich sehe nichts. Ja, ich weiss, du bist blind, aber ich habe das Nachtsichtgerät an. Ich lotse dich jetzt genau zu dem Punkt, wo wir das erste Mal das Geräusch gehört haben. Verstanden. Pass auf mit dem Stecken, komm mir nicht da im Nachtsichtgerät an. Ei. Wo muss ich durch?
Einfach geradeaus weiter, ist gut. Oh, pass auf, Varia. Ja, jetzt wärst du fast noch gerade ein bisschen durchab. Du musst aber geradeaus weiter. Ja, genau. Genau so. So ist gut. Einfach weiter. Einfach weiter. Das sind etwa 10 Meter. Ja. Ich sehe jetzt da die Gerätschaften vom Herrn Masseltoff rechts. Das sind so etwa 5 Meter. Also leislich. Du ein bisschen leislicher. Du bist wie ein Trampeltier. Du bist schon sau schwer auf meinem Rücken. Ja, jetzt du still. Stopp, stehen bleiben. Also, ja, da ist nur eine Wand, aber ich weiss es, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass von da das Geräusch gekommen ist vorher. Psst, lass mal. Ja, ich höre es auch. Das ist doch direkt da hinter dieser Wand. Ja. Was ist das? Weisst du nicht. Igor, mir ist das unwohl ein bisschen da oben. Du verdammte Vögel, beweg dich nicht so. Jetzt, schnell, komm, wir gehen da hinter den Stein. Du musst rechts dich abdrehen. Ja, ja, genau. Und jetzt geradeaus weiter, oh. Geradeaus weiter. Vorsicht, ja, ja. Okay, also ich komme ab der Schulter ab. Moment. Schnell da. Versteck dich da hinter dem Stein, Igor. Bist still. Das sind ja immer Leute. Oh, ja, Töli bricht zusammen. Igor, Töli bricht zusammen. Was ist da? Plötzlich hell, schau mal! Ja! Was ist denn da? Da kommt jemand raus aus der. Die Wand hat sich bewegt. Weißt du, wer das ist? Frau Hilti! Frau Hilti! Stehen bleiben! Durch den genial ausgeheckten Plan vom Eli McMack hat also Frau Hilti nicht gemerkt, dass der Igor und der Eli McMack in die Höhle reingekommen sind. So hat sie die Türen aufgemacht und sich verraten. Unsere beiden Polizisten nehmen Frau Hilti fest und befragen sie, was denn da genau los ist. So, Frau Hilti, Ihr falsches Spiel nimmt langsam aber sicher ein Ende. Aber jetzt müssen Sie uns schon noch erklären, was da genau los ist. Also gut, es ist folgendermaßen. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich eine Höhle da innen entdeckt. Aber mit den Jahren habe ich feststellen, es ist nicht irgendeine Höhle. Es ist das Bernsteinzimmer. Das verschollene Bernsteinzimmer ist da im Zug, in Bar, in der Höllgrotte versteckt. Ich weiss nicht, wie es da hergekommen ist, aber ich habe es als kleines Mädchen gefunden. Ja, und es war mein Zimmer. All die Jahre über war es mein Zimmer. Mein Versteck, wo ich mich immer zurückziehen konnte, wenn es mir mal nicht so wohl war. Aber Frau Hilti, Sie haben das Zimmer über Jahrzehnte versteckt gehalten, bis Ihre Mann sie vermisst gemeldet hat. Was ist denn da passiert? Ja, das kann ich Ihnen schon erklären. Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Der Bruno, Fachkollege von mir, also der Herr Masseltoff, hat da die Höhle einfach so beschlagnahmt. Von heute auf morgen quasi. Genau in dem Moment, wo ich im Bernsteinzimmer war. Und ein lässiges Buch gelesen habe. Es hat keinen Ausweg gegeben für mich. Ich musste drinnen bleiben. Drinnen bleiben und abwarten, bis der Bruno draußen ist. Aber er hat nicht rausgehen, der Bruno. Was relativ dumm war, weil ich genau in dem Moment eine Platte von der Wand vom Bernsteinzimmer vergessen hatte. Ja, die habe ich vorher abmontiert, weil ja, ich muss ja manchmal auch ein bisschen Resultat liefern, damit die da mein Geld verdienen. Zum Glück kann ich noch ein bisschen gut sein und gute Flasche Merlot dabei gehabt. So ist das Warten ein bisschen leichter gefallen. Ja, das sehe ich auch so. Mit einer guten Flasche Rotwein, da geht es einfach manchmal ein bisschen schneller vorbei, die Zeit. Ja, aber Ihr Mann hat die 2 Tage nicht so einfach überstanden. Er hat sie vermisst gemeldet. Und so hat die ganze Misere angefangen für sie. Ja, das habe ich angenommen. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ist jetzt alles ans Tageslicht gekommen, im wahrsten Sinn vom Wort. Und das Bernsteinzimmer gehört endlich der Welt und nicht nur mir alleine. Schön gesagt, Frau Hilti. Aber wir müssen sie trotzdem abführen. So ist also die Geschichte trotzdem noch zu einem guten Ende gekommen. Der Eli McMack und der Igor haben dem Kari Helptrott, ihrem Chef, einen abgeschlossenen Fall vorlegen. Der hat mit zugekniffenen Augen und knirschenden Zähnen müssen zugeben, dass der Einsatz von dieser Sondereinheit, einem lurchigen Fuchs, auch nicht so schlimm war.
das weltberühmte Bernsteinzimmer, wird also in nächster Zeit in Zug ausgestellt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ist das Bernsteinzimmer auf Zug im Bar in die Höllgrotte gekommen? Das war eine Hörspielproduktion von inselbaum.ch. Wenn Sie mehr faszinierende Geschichten hören wollen, gehen Sie einfach auf www.inselbaum.ch.